Viola Caligaris, Sie haben jetzt Freude am Goalschießen, der Nazi. Das letzte Mal, das erste jetzt gerade wieder zwei. Wie sieht das aus? Denken Sie, Sie können jetzt in dieser Nationalmannschaft aus dieser Position vom Zehner aus den grossen Unterschied machen? Ja, also ich denke, es war jetzt mal der Einstieg, aber dass das, also dass das immer wieder kommt, für das braucht es Arbeit immer weiter. Und ja, da sehen wir Match für Match. Also ich werde immer weiter arbeiten und ja, es braucht das ganze Team und nicht nur ein Goal. Und, ja. Jetzt ist für Sie natürlich super, dass Sie international zwei Erfolgserlebnisse haben können. Sie haben ja mitgespielt in diesem etwas harten Match gegen VfL Wolfsburg. Wie sieht es für Sie aus, neue Liga, Champions League, die harte Belastung und dann die Nazi, ist das schon fast ein Aufatmen? Nein, also ich denke, der Sprung gerade auf Spanien ist für mich super gewesen, gerade im richtigen Moment. Und ja, jetzt geht es eigentlich immer weiter und jetzt schauen wir, wie das rauskommt. Ja. In dem Fall können wir weiter damit rechnen, dass Viola Caligaris in der spanischen Liga gesehen auftrumpfen und dann in die Schweiz Goal schießen. Jetzt wohne ich in Madrid. Danke vielmals. Floriana Ismaili, selten von Anfang an gespielt, jetzt zweimal und gerade zwei Goal geschossen. Wie fühlt sich das an, wenn man in der Nazi am Auftrumpfen ist? Ja, natürlich ein sehr schönes Gefühl. Für das ja, trainiert man eigentlich die ganze Jahr, wartet man auf die Chance, die man ja, nachher tatsächlich bekommt. Und man versucht das so gut wie möglich zu machen. Und das ist mir heute auch wirklich ja, gelungen mit diesen zwei Goals. Sie haben ja zuerst eher die Mittelfeldposition avisiert in der Nationalmannschaft. Jetzt aber sind Sie als Stürmerin eingesetzt worden, zweimal und zweimal sehr erfolgreich. Wenn Sie sich den Platz, den Fabian Hum hinterlassen hat, schnappen? Ja, natürlich. Vor Fabian Hum hat man viel gelernt. Hat das auch angeschaut und ja, analysiert natürlich. Und ja, man versucht nachher, das so gut wie möglich zu machen. Und ja, mit dem Goalschießen als Stürmer gehört das irgendwie dazu. Jetzt, Sie spielen auch noch in der Schweiz, das heisst noch nicht so, dass man davon leben kann mit dem Geld. Jetzt kommt eine lange Pause bis zum nächsten Nazi-Match, wo es um etwas geht. Wie bereitet man sich darum vor, dass man dann im Frühling wieder weitere drei Punkte holt gegen Schottland und nachher eine lange Auslandsreise hat? Wir machen ja Pause in der Schweiz. Ja, natürlich haben wir jetzt hier noch mit IB, also in der Schweizer Liga geht es ja noch ein bisschen weiter mit der englischen Woche. Und nachher natürlich ja, in der Winterpause mit dem Ferienprogramm, das wir hier haben. Und natürlich nachher in der Vorbereitung versucht man so gut wie möglich zu machen. Und nachher, wenn es dann anfängt, wieder ein Nazi top fit sein und ja, die drei Punkte nachher weiterzuholen. Es ist natürlich unser Anspruch, dass wir die Gruppe als Sieger, ja, abschließen. Im Endeffekt kann man sagen, dass Sie das EM-Ticket nicht haben können lösen für auf Holland. Das hat Ihnen sozusagen ein neues Leben gegeben, dieser Nazi, oder? Ja, natürlich. Eben, wie gesagt, ich habe das, dann, wo das Kader rausgekommen ist, habe ich gesagt, das war der Entscheid vom Trainerteam. Ich habe das akzeptiert und ich habe das auch als Motivation gesehen, für wenn ich dann wieder die Chance bekomme, dass ich die auch nachher auch voll nutze. Und das Vertrauen habe ich schlussendlich jetzt bekommen. Und ja, versuche es auch so gut wie möglich zu machen. Danke vielmals.